Sie sind hier, 3. September 2018, Update um 17.52 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Jonas Hector verzichtet wegen der Überbelastung auf die beiden Länderspiele gegen Frankreich und Peru. Urheberrecht Getty Images. Update Köln, Jonas Hector reist nach Rücksprache mit Bundestrainer Joachim Löw für die beiden Länderspiele gegen Frankreich und Peru nicht zum DFB-Team. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet beim Neustart der deutschen Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel von Russland auf Jonas Hector, der 28 Jahre alte Verteidiger des Zweitligisten 1. FC Köln werde in Absprache mit Löw wegen der hohen Belastungssituation in der aktuellen Abstellungsperiode die kommenden Tage zur Regeneration nutzen, teilte der Deutsche Fußballbund DFB und Club am Montag mit. Löw, nicht auf höchstem Level, ich habe mit Jonas Hector im Vorfeld ausführlich die Situation besprochen. Für die kommenden beiden wichtigen Länderspiele brauchen wir Spieler, die fit und bereit sind und alles geben können. Jonas hat mir gesagt, dass er sich derzeit nicht auf höchstem Level fühlt, sagte Löw, twitter.com/dfb-team/status/1036560555923341833. Hector hatte wegen des frühen Saisonstarts in der 2. Liga nach der WM nur eine kurze Pause. Er hat bereits 5 Pflichtspiele absolviert. Löw stehen damit für die Länderspiele gegen Weltmeister Frankreich am Donnerstag 20.45 Uhr ZDF in der neuen Nations League und 3 Tage darauf in Sinsheim gegen Peru 20.45 Uhr RTL, 22 Spieler zur Verfügung, alle nahmen am Montagabend am ersten Training auf dem Campus des FC Bayern teil. Löw besprach sich zu Beginn der Einheit zunächst mit einzelnen Spielern wie Antonio Rüdiger oder Timo Werner. Punkt. Dann rief er seinen Stab und das gesamte Team zusammen und gab kurz Anweisungen für die folgenden Übungen.